Abitag, was? Scheiße, wir hätten noch gleich ins Pokesender gehen sollen, ich Idiot. Idiot, Donnerschock. Dönerschock. Döner. Und Level 11. Wann nennt dieses am Rankenhieb? Ich glaube mit Level 12, oder? Ich weiß gar nicht. 12 wäre so ist super, dann können wir die ganzen Sanders mit dem Rankenhieb killen. Ah! Ich muss jetzt. Ich heiße jetzt auf die Stelle. Auf die Stelle wird es geheilt! So! Trank und. So. Wir hätten sein Pokesender laufen können, aber egal. Ah, jetzt muss ich gerade rülpsen, ey. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ratfratz. Level 10. Ist mir ein bisschen zu stark für meinen. Wie das sagen wir, jetzt machen wir erst einmal die Kapo- oder Trainierart. Die Art, auf die wir auch Kapadors trainieren können. Einfach auswechseln und stärker kämpfen lassen. Wünscht das! Und ruckzuck gleich hinterher gejagt. So. Level 15. Ja, da. Mankey. So, schon wieder ein Monkey. Mankey, shut the fuck up! Wie viel EP braucht Bisasam? Okay, Bisasam spielt auf Spezialangriff. 183. Pikachu! Lass Pikachu in Ruhe, Donnerschock! Das dröhnt in mein Ohr! Das dröhnt in mein Ohr, das dröhnt in mein Ohr, ja. Oh man, jetzt läuft auch nochmal eine scheiß Nase, ey, ich schwöre. Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade zwei Schafes gegessen habe. Ich habe gerade mein scharfes Ketchup gegessen. Oh, und jetzt läuft mir die Nase, weil es zu scharf war. Naja, in ungefähr einer halben Stunde wird es weg sein. Erstmal Confusion. Okay, was jetzt? Ratfratz. Igelsamen. So. Also in meinen normalen Let's Plays würde ich das Ganze jetzt rausschneiden, aber ich will dieses Spiel 100% machen und euch alles zeigen, was ich mache. Weil es eines meiner besten Spiele ist, das ich je gespielt habe. Und wir zusammen wechseln wir aus und holen unser Ass raus. Smetbo. So, jetzt schlafen wir. Ja, schlafen wir das Ratzfratz erst ein. Das heißt schläfern. Oh man, Deutsch ist schwer. Deutsch schwer sein. Ich nix Deutsch. Volltreffer, Alter. Was kommen jetzt? Lan. Sandan, ey. Ey, das ist voll krass, ey. Now I must to learn Rankenhieb for Bisasam. 60 KP aufgerundet noch. Naja, okay. The Confusion. Eine Konfusion. Eine Konfusion ist eine Fusion zwischen zwei Cons. So, jetzt latschen wir mal zurück ins Pokécenter.
Willkommen im Pokémon Center, wenn deine Pokémon machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Alles Klärchen. Habe ich echt gerade Klärchen gesagt? Sowas. Ich bin schwul oder was? Ich habe Klärchen gesagt. Ja, das ist natürlich nicht schwul, wenn man Klärchen sagt, ist klar, aber hört sich ein bisschen feminin an, das Wort. Okay. Nein, 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 nein. Nichts freilassen. Ich habe seit 2 Jahren kein Pokémon mehr freigelassen. Und ich werde heute nicht damit anfangen. Was? Starten Sie den Computer neu, um die Installation wichtig abzuschließen. Fick dich. In 4 Stunden sag's mir nochmal. Spiel ich für und ich nehme gerade auf. Meine Fresse. Windows, Windows, Bill Gates, ich hasse dich. So, legen wir das Mapo erstmal ab. Denn es ist nicht wirklich unser Teammitglied, das haben wir nur gefangen. Damit wir ein bisschen. Damit wir was im Hinterrücken haben, quasi, wenn Pikachu drauf geht. So, aber falls ich merke, dass wir das Mapo brauchen, hole ich es nochmal aus der Box und wir benutzen es dann weiterhin. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Route. Und trainieren unser Pflanzen-Pokémon. Ratfratz. Ich habe gehört, Ratfratz geben viele EP, kann das sein? Probieren wir es mal zu schlagen. Ah, wir haben ja Tränke, das müsste Pisas haben locker hinkriegen können, wenn es nicht so dämlich anstellt. Wie ein Carpador. Naja, dieses Ratzfatz hat einen Vorteil, es kann Ruckzuck hieb. Und Ruckzuck hieb ist, naja, eben daher, dass es Ruckzuck passiert und uns sofort angreift. So, jetzt hau ich nochmal einen Trank raus. Oh! Haben wir ein Glück, okay. Das ist Level 12 für diese Samen, ist mit Trankenhieb lernen, oder? Ah, doch nicht. Dann doch Level 14. Scheiße, schon wieder gespeedet. Eieiei. Speeden geht mir auf den Sack, auf den Sack. Komm schon, mehr. Ich brauch Pokémon. Wo sind die Pokémon? Hier sind sie. Habitag, was? Habitag ist Flug, daher ist es ein bisschen riskant, mit dieser Samen gegen einen Habitag zu kämpfen. Deswegen wechsle ich und hol Pikachu an Stelle von dieser Samen jetzt raus. So, Schnabel wäre gegen Bisasam sehr effektiv gewesen. Gut, dass ich Pikachu genommen habe. So. Ich möchte Bisasam auf Level 18 trainieren. Auf Level 16 entwickelt sich's zu Bisasam. Aber jetzt ist es noch ein bisschen schwer zu trainieren, weil Bisasam nicht wirklich angriffsstarke Attacken kann. Ja, ja, ja. Nochmal Tackle. Komm schon, Bisa, das schaffst du. Bisa-Sam, das schaffst du, Lan. Ich hab schon wieder lang gesagt, sowas. Und Tackle ist down. Oh ja, 97 KP, KP, ja, EP. So, was jetzt für ein Pokémon? Es ist Ratfratz. Okay, dann switch it to Pikachu. Dieser Samen has not so many life to fight against, Rata. Heißt Rata, Ratfratz auf Englisch Rata? Ich glaube schon. Rata.
wie sie wollen das EV sehr sagen, Rata! Oi, oi, oi. Yeah, Level 19 für unser gelbes Pikachu. Da. Habitag. Eins haben Pokémon Blau, Rot und Gelb gemeinsam. Also von den Farben her. Und zwar sind Rot, Blau, Gelb die Grundfarben. So, Habitag. Und unser Bisasam levelt ganz schön. Und jetzt, Level 13, ganz Rankenhieb, okay. Eieieieieieieiei. In der Arena von Azura City, die setzen ja Wasser-Pokémon ein, ne? Eigentlich müssten wir mit unserem Bisasam da gut ankommen, denn Pflanzen sind gegen Wasser-Pokémon sehr effektiv. Deshalb, Bisasam hätte in der großen Vorteil. Das Problem ist, dieses Bisasam, das wir haben, das hat ein niedriges Level. Ich speichere mal, mach Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, servus. So, ein Berg und jetzt schauen wir uns mal die Arena an. Als haben wir gegen den Typen schon gesprochen. Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ja, trainieren vor allem. Nein! Alle Schwede! Gut, was hast du zu sagen? Hey, warte, du Champion-Spiel, ich habe einen Tipp für dich. Du bist die Arena-Leiterin, kämpf mit Wasser-Pokémon. Du kannst das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürfen sich auch als nützlich erweisen. Jetzt weiß ich auch, warum Pflanzen sehr effektiv gegen Wasser ist. Die nehmen ja das Wasser auf quasi. Seit all den Jahren wusste ich nicht, warum Pflanzenattacken gegen Wasserattacken sehr effektiv sind. Und jetzt weiß ich's. Platsch! Ich bin ein erster Gegner. Erst los! Da, 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 da. Ein Trainer, ein Schwimmer mit einem Seeper. Oh, Level 16. Da wird Bisasam sehr gut leveln. Und Seeper kann bekanntlich nur eine Blubberattacke, glaube ich. Das ist korrekt. Mir fällt eigentlich keine andere Attacke von Seeper ein, die keine Wasserattacke ist. Naja. So, wir sagen nochmal Rankenhieb, ist sehr effektiv alles. Und nochmal. Und es gibt EP, das gibt EP, Leute. 283, okay. Muschas. Eiswasser. Oh, kein Tackle. Scheiße, wenn Muschas Aurora-Strahl kann, dann ist Bisasam sofort down. Aurora-Strahl ist eine Eisattacke. Und Eisattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr, sehr, sehr effektiv. So, Trank nochmal einsetzen. Weil ich keinen Bock habe, dass Bisasam jetzt drauf geht. So, Tackle und aus. Nein, nicht du, Bisasam! So. Level 14 für Bisasam. Das darf nicht wahr sein. Ist es aber. Du hast verloren. Okay, hier geht's nicht weiter. Da. Da. Und ich mache mal kurz Pause, weil es gerade geleckt hat. Habe ich die Befürchtung, dass jetzt der Sound ist, nicht mehr mit dem Spiel zusammenpasst. Bis gleich. Ja, es kann sein, dass der Sound jetzt nicht optimal passt zum Spiel, aber was soll's, dann
Kann vielleicht liegen, weil ich gerade ein Video hochlade, aber ich will es halt abbrechen, weil das dauert nur 17 Minuten. Naja. So, ein... gefährlich für Visasam. Es ist zwar ein Wasser-Pokémon, Goldini, aber... Es kann eine Attacke, die unser Visasam hitten kann, und die heißt Schnabel. Schnabel ist eine Vogelattacke, oder eine Flugattacke, was auch immer. Was? Kannst du keinen Schnabel? Ich könnte schwören, das Goldini kann Schnabel. Oder es mag einfach nicht angreifen. Ja, das muss Schnabel können. Muss der auch angreifen. Naja, ist egal. Ich bin überwältigt. Gut. Misty. Misty. Ich habe sehr viele Probleme. Ist mal safe. Gott, hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon! Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? In der blauen sagt die das nicht. Das haben sie wohl extra eingebaut in der gelben. Misty. Yeah! Stando! Da, X-Abwehr. Sie gibt dem Stern ein X-Abwehr. Und warum setze ich Egelsam in? Warum setze ich Egelsam ein? Es ist doch scheiße, Rankenhieb. Und nochmal. Da. Rankenhieb. Einmal nach und dann hat sie ihr Sterndu ausgestarrt. Dann ist ihr Sterndu nicht mehr der Superstar. Tschüss Sterndu, du bist down. Und Pika... Nee, Quatsch. Starmie ist ein härterer Gegner für Bisasam. Das heißt, ich wechsle sicher als halbe zu Pikachu. Sonderschock. Das bringt dir gar nichts. Sonderschock ist eine Spezialattacke. So wenig. Scheiße. Was geht hier ab? Wehe, setzt Blubstrahl ein. Wehe, du setzt Blubstrahl ein. 'Verflucht! Komm schon, Bisasam, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh. Komm schon, drückt alle Daumen für meinen Bisasam. Alle da draußen. Hier YouTube schauen. Ah! Gut, ich muss improvisieren, Tackle. Nein, nicht du! Wo ist der Äther? Wir haben doch im Mondberg ein Äther gefunden, aber wo ist er? Oh Gott, ein Tackle und wir haben die Arschkarte gezogen oder wie zusammen. Wobei, wir haben noch einen Tauboga. Fail. Immer geht es darum, oh, wir werden verlieren. Und dann, dabei haben wir hier noch einen Tauboga. Ist ja lustig. Und verpiss dich. Yeah. Und Level 16. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Und dieser Samen entwickelt sich. Zu Bisaclasp.
lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehören dir. Deine Pokémon können so schneiden und jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zacken und neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Das ist Blubstrahl. Die Attacke habt ihr ja schon im Kampf erlebt, die unser Pikachu geownt hat. Naja. Du hast Misty besiegt, habe ich es nicht gesagt? Glaube mir, wir bilden ein sehr gutes Team. Azure City Pokémon Arena, Leitung Misty, bisherige Sieger, Blau und Rot. Und fehlt nur noch Gelb, hahaha. Halt meine Pokémon-Schlampe, ohne mich voll zu quatschen, ey. Ich weiß, dass meine Pokémon wieder fit sind. Halt die Fresse, so. Gut, dann mache ich mal Pause und schaue mir die Aufnahmen an. Bis dann. Oh je, hier bin ich wieder. Haben wir unsere Pokémon geheilt? Ja, das ist gut. Es ist nun soweit. Wir kämpfen gegen Blau. Diese alte Sau. Heirat. Du bist als immer noch unterwegs? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeige mal, was du gefangen hast, Rot. Blau möchte fighten. Blau benutzt Habitak. Hat genau das gleiche Level wie mein Alter, Level 18. Okay. Gleiche Spielchen, Habitak, Flug, Pikachu, Elektro, Elektro killt Flug, so. Thunder Shock. Paralysiert. Oh, es dröhnt ja richtig in meinem Ohr. Das dröhnt richtig in meinem Ohr. Ich trinke mal kurz was, bis dann. Ah. Ich muss mal wieder die Attacken ein bisschen anders setzen. Moment, das mache ich jetzt gleich. Ja. Schon wieder gespeedet, geil. Ich stehe drauf. So, tausch mal mit Tackle mit Heuler. Und Eglis auch mit Heuler, so. Level 17. Ah, das schaffst du doch, dieser Knosp. So schwach bist du auch nicht mehr. So. Und jetzt kommt sein stärkstes, weiß gar nicht, sein Spezial-Pokémon Evoli. Gut, dann wie in alten Zeiten lassen wir Pikachu gegen Evoli fighten. Und ruckzuck, hieb. Da, Routenschlag, damit ruckzuck Hiebstärke ist, wenn wir es benutzen. Das ist so. Nachmache. Geil, Critical Hits, sau geil. Ich sollte aufhören, immer meine Wörter zu ändern. Soll ich dir etwas verraten? Ich war bei Bill und habe ihm seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das haben einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémon-Maniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dafür bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Bis später. So sehr geschwächt hat uns nicht, dass wir letztens Pokésender gehen müssen. Und das hier ist die berühmte Nugget-Brücke. Wenn du 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Ja.
Gut, der erste Trainer der Nuggetbrücke ist ein Käfersammler. Wieser Knosp, das schaffst du. Das ist Beschuss, Beschuss, Fadenschuss, na, war nicht witzig. Dürft mir dafür einen Daumen runter geben, wenn ihr wollt. Oder ein Hater-Kommentar dürft ihr mir schreiben. Only you. Willst du mich verarschen? Hä? Wundert mich eigentlich. Und zwar... Giftstachel war nicht sehr effektiv, aber... dieser Knospe ist eine Pflanze, die zusätzlich noch, das heißt, es müsste dann wieder ausgleichen. Das heißt, dass Giftstachel normal wäre. War es aber nicht. Es war nicht sehr effektiv. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich vermute mal, dass in einer alten Generation es so war, dass wenn mit einer Attacke ein Pokémon vom selben Typ angreift, dass es dann nur ein 4, also ja, 4, 4 mal ein Viertel des normalen abzieht, meine ich. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Boah, du bist gut. Danke, danke. Ich bin die Nummer 2. Nun wird es ernst. Du kannst auch von mir aus die Nummer 5000 sein, das ist mir egal. Mit deinem Taubsi kommst du nicht weit. Das schafft sogar mein Bisa Knosp. Nicht nachmachen in späteren Generationen. Die einzige Attacke, die eine Flugattacke ist, ist eine Windstoß. Aber die ist in dieser Generation eine Normalattacke. Das heißt, wir können mit Bisa Knosp schon kämpfen. Nicht sehr effektiv. Quatsch, normal. Normale Schaden. Ah, nerv nicht. Hätte ich aber auch gemacht. So, jetzt ist Nidoran weiblich. Wir haben ja gesehen, dass die Attacken Gift, Stachel und so nicht sehr effektiv sind. Das heißt, wir greifen weiter noch mit dieser Knast beim Eintrag. Haben wir noch. Den können wir gut verwenden. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Fuck! Gut, dann heilen wir uns auf eine andere Art. Ist zwar nicht so effektiv wie ein Trank, aber es heilt. Und auf das kommt's an. Scheiße. Warum setze ich Trankenhieb ein? Bin ich... Ich habe gestern Schnaps getrunken, das könnte vielleicht liegen. Oi. Das ist überhaupt nicht nervig. Oh nein, als Kind habe ich diesen Sound immer geliebt. Wie konnte ich verlieren? Weil du so blöd bist und so angegeben und damit angegeben hast, dass du die Nummer 2 bist. Gut, dann heilen wir dieser Knosp erstmal. Meine Güte. Rauf auf die Theke, Pikachu. Pikachu randaliert. Her mit meinem Pikachu, Schlampe. Du hast es genug gevögelt. So du Mi, oder? Ja. Oder wie heißt es, wenn man auf Tiere geil ist? Ich weiß gar nicht. So du Mi heißt es, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Rechts, links und... Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Teenager. Level 3, ja. Ist klar. Wobei, man könnte Level eigentlich aussagen. Je nach Art, was für Pokémon der hat. Also, wenn er zum Beispiel 4 hat, dann sagt man Level 4. Wenn er 1 hat, dann Level 1. Ja, stimmt. Das sage ich jetzt immer. Muss ich mir angewöhnen. Da,
da, da, da.